Aloha und weitergehoppelt in diesem lustigen Spiel, das ich da Gerit voll nenne. Ich sollte aufhören, das ist mein lustiges Spiel zu nennen. Die meisten Spiele sind gar nicht so lustig, sondern eher irgendwie ernst, wie zum Beispiel Greedfall, was in Sachen Humor eher wenig Momente hat. Obwohl das vielleicht ganz gut so ist, weil ich habe in letzter Zeit immer viel davon gelesen, dass dieser Marvel-Humor, also irgendwie bestimmte Szenen lustig zu machen, viel zu oft benutzt wird. Also mir war das gar nicht so bewusst, weil ich die Marvel-Filme nicht so gesehen habe, aber ich habe im Zusammenhang mit Henry Cavill, also der Superman-Schauspieler, oder auch mit der Geralt von Riva-Schauspieler, hat die Witcher-Serie verlassen, weil er sich anscheinend mit den Producern oder Storyschreibern andauernd gestritten hat, weil die anscheinend arrogante Penner sind, die da meinen, sind, naja, was Sapkowski da geschrieben hat, ist ja schön und gut, wir wollen unsere Story schreiben. Und Ole Cavill hat die ganze Zeit gesagt, ja, warte mal, Freunde, so wurde sich Geralt nie verhalten, er macht genau dit und dit. Und auf jeden Fall hat er sich die ganze Zeit damit gestritten. Zum Beispiel hat er zu einer bestimmten Szene zum Tod seines Pferdes, das er gelegentlich auftaucht, sollte er irgendeinen dummen Witz machen, er sagt, das macht Geralt nicht. Ja, aber warum denn? Sein Pferd stimmt dran dauernd, er nennt die doch alle gleich. Ja, und das ist halt irgendwie komplett ein, das ist, und ja, die Schreiberlinge haben das halt voll nicht gerafft, das ist halt schon das Pferd ihm irgendwie relativ doch wichtig ist. Naja, und auf jeden Fall, das war das. Und das sind halt, das war halt, ist halt so Typ, und das, dann habe ich halt, dann bin ich in ein längeres Rabbit Hole gefallen, wo dann verschiedene Fälle erklärt wurden, wo dass das sehr typisch für Marvel-Filme ist, diese Art von irgendwie so einen dummen, schnellen Witz über irgendeine Situation zu machen. Und dass das halt irgendwie in den Medien grassiert, dass man das öfter findet. Weiß nicht, ob dieses Bild hier tatsächlich was Gutes ist, oder? Na gut, whatever. Oh. Lieutenant, I demand an explanation. Tell us what is going on. We haven't heard anything about Lord Dorsey's condition in spite of our inquiries. We are extremely worried. And then, all of a sudden, one of his guards appears, shaken and on his own, though he is part of his retinue. Please, allow me the chance to shed some light, my lady. Your soldier is nothing more than a coward for abandoning his highness. Tell me, what is going on? This soldier has just reported in. He is asking for reinforcements. He believes that Lord Dorsey has been attacked. He believes? He ran here without full knowledge of what happened firsthand. I was sent on patrol far from the camp, but I heard screams from men and from beasts. I wanted to return to camp, but then I heard a deafening sound, grinding like a landslide. I thought then it would be best just to go and get help. Thank you, Lieutenant. You are dismissed. I would like to have a discussion with this man alone. Yes, sir. My lady, could you lead these fine people into the hallway, if you would be so kind? Certainly. I deplore this embarrassing turn of events, but know that you have my full support in all circumstances. In the interest of avoiding a general panic, tell me precisely what happened back there. Your cousin ordered us to escort him beyond the town limits. The Islander convinced him to go on some journey. By Islander, do you mean the Dinegad that came to treat his affliction? Yes. A strange bird. Missing more than one feather, you ask me, sir. I was ordered to set up patrol along a small path, rather far from the rest of the company. I was told to protect our perimeter from anyone wandering along. According to the Islander, it was the only access to their planned destination. I did my rounds for quite some time. Not a soul came along. But then I heard cries a ways off, and I went running to help. I heard an enormous crashing sound, like an avalanche of rocks. So then I turned right back around. And you ran all the way here? Hey, ich darf übrigens auch mal wieder reden. Also erstmal, Konstantin ist weg. Dafür sind wir übrigens wahrscheinlich an der Quest. Finde Konstantin. Schön, dass du die auch gefunden hast. Das heißt, wir machen jetzt gleich die DLC-Quest und nicht Konstantin suchen, weil wir dann schon Konstantin finden. Ah, nee, warte, ich muss die vervollständigen. Insofern ist das denn... Okay, also sind wir doch noch im Midgame anscheinend. Also auf jeden Fall, der Typ hier meinte, ja, dass ich habe Hilfe geholt, aber ich weiß nicht, ob er angegriffen wurde. Und dann ist unser guter Dissadi ein bisschen, wat, wie kommst du hierher gerannt, ohne genaue Informationen zu haben, was ist das denn? Und dann hat Ole Morange halt ein bisschen die Leute nach hinten vertrieben und gesagt, hier sollen wir sich mal im Eingangsbereich leiten. Und der Lieutenant sollte auch abtreten und Dissadi wollte genau von ihm wissen, was passiert ist. Und er war auf einer Patrouille, weil
Kasach hat anscheinend Konstantin davon überzeugt, auf eine kleine Expedition zu gehen und Konstantin hat dementsprechend Leute mobilisiert und die waren unterwegs außerhalb der Stadt und er spezifisch war auf Patrouille und da war nicht viel los, gab auch nur einen Eingang zu dem Gebiet und dann hat er plötzlich viele Geräusche gehört und Krachen und das war alles ein bisschen ihm zu viel und dann ist er sofort losgerannt und anscheinend ist er den ganzen kompletten Weg bis hierher in einer Sitzung gelaufen. Okay, der Ort. Do you know precisely where the company was when you heard these sounds? No. Not precisely. I hadn't gone there. But I could show you where I was posted. The Islander said they were following the path. But he was quite a ways ahead when I lost sight of them. Mhm. Sie Eingeborenen haben den Weg gefolgt und sie können nicht genau sagen, also er kann nicht genau sagen, wo sie waren. Weshalb er nicht nachgesehen hat? Why didn't you go and look for yourself? To see if they had been buried by a rock slide? What? Alone? What could I have done? It seemed of greater urgency to go and get help. I'm still having trouble deciding if cowardice or intelligence got the best of you. But that's a question for your superiors. Naja, also decided sich immer noch nicht ganz sicher, ob das so richtig war, nachzugucken, was Phase ist oder eben nicht. Und er ist noch nicht ganz sicher, ob das Feigheit oder Intelligenz ist. Weil er hat gesagt, naja, ich kann alleine eh nichts machen, ich hole mal lieber Hilfe. Sofort. Okay, die Expedition. My cousin was quite weak. Do you know why he decided to follow the Dnegad? His Highness was feeling much better. The potions that he was drinking must have been potent. I mean to show no disrespect to His Highness, but that Islander had the high ground in the War of Wits. I wasn't privy to their council. I haven't the beginning of an explanation for the expedition, but your cousin was all full of enthusiasm and ordered that we set out as quick as we could make ready. That sounds like him. What sort of mess has he gotten himself into? Again? I am sorry, sir. But I don't know anything else I could tell you. Dismissed, soldier. Looks like I'm going on an expedition. Thank you, sir. Ah ja. Also, auf den Spuren des Hochkönigs? Achso, jetzt folge ich der anderen Quest auch noch. Achso, nee, ich kann auf der Suche nach Konstantin. Finde Konstantin das Lager seiner Exkorte oder beanfrage die Clanführer? Achso, das kann ich jetzt auch noch machen. Nee, gut, dann suchen wir erstmal Konstantin, weil dann können wir sicherstellen, dass die Quest nicht beendet wird. Also, er hat auf jeden Fall gesagt, er weiß nicht, was los ist, nur dass er wesentlich aktiver war nach der ganzen Geschichte und dass die Tränke anscheinend wohl gewirkt haben, die er gekriegt hat. Gut, kann ich jetzt mit dem Orange schon mal reden oder ist das jetzt hier einfach die Geschichte jetzt vorbei? Also, weißt du, erst sind die ja alles total besorgt und alles und jetzt sowas. Ist ein bisschen schade übrigens, dass ich diese ganzen Nadaik-Texte irgendwie nie gefunden habe. Von Seraphedin und das ist. Also, es gibt so ein paar Quests, die ich aber nicht gemacht habe, ne? It's blocked. Ja. Wenn ich mich gut genug mit Teleme gestellt hätte, wären die jetzt hier offen. Obwohl, die sind immer nett zu mir, ne? Teleme und Brückenallianz. Tja. Ich habe alles versucht. Na gut, hat sie noch irgendwie was für mich? Die gute Lady Morange. Good day, dear sir. Happy to see you again. Nachfrage bezüglich. Nö, okay, gut. My lady, I have to go. So, habe ich durch Zufall diese Rüstung bei? Nö, habe ich nicht, oder? Diese Menüführung hier. Achso, genau, ich wollte ja noch das Tierengewand aufbauen mit. Die Speertunika hat Wissenschaft drauf, ne? Und dann würde ich jetzt Wissenschaft drauf haben, das Ding. Okay, gut, dann machen wir das mal eben noch. Dann können wir nämlich die andere Tunika verscherbeln. Und dann bin ich das Ding auch los. Und dann reisen wir wohl mal ziemlich konsistent dahinterher, weil ich muss ja anscheinend erstmal Konstantin wiederfinden, weil sonst kann ich ja die DLC-Quest nicht machen. Ja, ja, so. So, ich müsste ja hoffentlich genug Ressourcen haben, um das einfach komplett aufzubauen, das Ding, oder? So, das Tierengewand. Ich hätte bitte gerne einmal. Was macht das Ding Stärke? Ich hätte gerne Wissenschaft da drauf. Liegt da nur Stärke drauf? Ah, doch, hier, Wissenschaft. Notwendiges für Alchemisten. Giftresistenz plus 10%. Wie auch immer das Wort. Gibt es nochmal was anderes? Naja, okay, gut, gibt's nicht. Okay, gut, dann das hier. Notwendigkeit für Alchemisten. So, gut, dann ist der Schulterriemen schon mal gut. So, Brusthaarnisch. Dann brauchen wir das Ding, was 30-30 gibt, oder? Es gibt 24 Dingens bei uns. Nee, das ist nicht. Das ist 12-24. Hier, 30-6.
Weil Gleichgewicht ist nicht das, was wir brauchen, wa? So, das Ding müsste jetzt noch 60 bieten. Da gibt's, da gab es irgendwie ein Upgrade, oder? 24. 18. 24. 24, 12, das Beste, was es hier gibt. Das bringt 30, 6. Das 24, 12 wäre nicht der bessere Deal, oder? Egal. So, gut, dann ist das Ding hier komplett abgegradet. Dann können wir die Spiatunika eigentlich weghauen, oder? Das Tierenrevanant, genau, das hat nämlich 23. Ja, das ist schon voll gut. Das hat jetzt wie viel Armor? 144. Dann hat es tatsächlich sogar mehr Armor als meine ganzen anderen Klamotten. Na gut. Dann verwerten wir das Ding einfach mal wieder, würde ich sagen, wa? Oder kommt der richtig bei rum? Yes. So, Judy. Dann können wir uns ja umkleiden. Schade, dass ich immer noch keinen lilanen Mantel gefunden habe. Naja, gut. So, jetzt haben wir jetzt dauerhaft Wissenschaft 2. Auch nicht schlecht. Judy, dann reisen wir wohl mal weiter, würde ich sagen, nach dieser klitzekleinen Episode. Und suchen unseren guten, geliebten Cousin, wo auch immer er auf Expedition ging. Also mir wurde anscheinend der Ort gezeigt, wo er wohnt. Ach so, guck mal. Ach, guck mal, jetzt könnte ich direkt die DLC-Quest machen. Ne, dann machen wir jetzt direkt die DLC-Quest, oder? Zu Ende des Gesandten der Kongregation, des Sade. Eure Exzellenz. Ein Bote informierte uns über die Ankunft einer Delegation seiner Hoheit Prinz de Vesp, angeführt von seiner Tochter. Falls es euch möglich ist, würde ich euch darum bitten, schnellstmöglich nach New Serene zurückzukehren. Ich weiß nicht, wie die eure doch recht verstörende Ankunft dieser Familie auf TFD reagieren sollte. Ich hoffe, dieser Brief erreicht euch bei guter Gesundheit und ich freue mich auf unser baldiges Wiedersehen. Also, wir wissen eigentlich jetzt schon, dass die Vesp wahrscheinlich eine harte Verräterin ist oder zumindest sehr intrigiert. Weil ich meine, das Ding wurde mit Intrige angekündigt, was eigentlich sehr schade ist. Hm. Lady Morange tells me that a delegation from the de Vesp family just landed on the island. From the look on your face, I take it their arrival is not good news. Are they that bad? I've never ferried them myself, but it's said they are treacherous assassins. I wonder why they're here. We should talk to Lady Morange. She'll be able to tell us more. Ah ja, also das Sarah meint, dass von deinem Gesichtsausdruck sieht das so aus, wenn das schlecht da. Und das Ding hat noch unten so eine Gewänder dran. Ach schön. Und Vasco meint dazu, das sind üble Gesellen. Hat es da selber nie übergefahren, aber er meint, das sind nicht die besten Leute. Ich überlege gerade, ob ich für die Quest tatsächlich mal Afra mitnehme. So, hallo, Lorine Morange. Ah, Sir de Sade. Did you get my message? Aber sowas von. The arrival of the de Vesp family in Tirfredi is surprising and no doubt worrying. But without knowing their intentions. Nothing good can come from that family for the interests of the Dorsey family and Serene. But I truly cannot tell you anything about the reason for their presence. The message I received was brief. Aurelia de Vesp announced her arrival on the island and asked to see your cousin as soon as possible. She and her entourage seem to have settled in a region that I do not know. Adag Ol Credo, north of Vigshadir. I think it would be good for you to locate her and try to find out more. I know this place, but I thought that only the Donegada from the Barag Nordash clan knew how to access it. It's a sacred place. That's where Anemide shed his blood. You should also take advantage and visit these unknown lands. Who knows what they have in store for us? You're right. It's better for us to go and see what it's all about. Wo kommen eigentlich diese Panzerhandschuhe her? Naja, es ist auch sehr interessant übrigens, also dass sie meint, dass sie nur einen ganz kurzen Brief geschrieben haben, sie würden gerne Konstantin sehen, Punkt, um ist. Das ist wahrscheinlich so gut, dass Konstantin weg ist. Ich ahne, dass wir Konstantin nicht wiederkriegen, oder? Weil die Quest geht ja erst dann los, wenn Konstantin weg ist, was ja irgendwie dafür spricht, dass er bis zum Ende des Spiels nicht wieder auftaucht und das Spielende daraus kumuliert, dass wir Konstantin am Ende gerettet haben, oder? Naja. Und auf jeden Fall haben die sich in einer neuen, ist die gute Aurelia de Vest, hat sich anscheinend in einer neuen Region namens Adag Ol Credevar niedergelassen. Anscheinend wird es nur von den weisen Leuten des Bereg Nordas bereist und sonst darf da eigentlich keiner rein. Und es ist also eine sehr seltsame Region, die weit weg ist von allem. Was ein bisschen komisch ist, dass die sich nicht in New Serene niedergelassen haben, wenn die zur Händlerkongregation gehören. Na gut, wir können doch Fragen stellen. Die Familie de Vest? What can you tell me about the de Vest family? I've never met them and everything I know is hearsay. And strange and worrying as it is, the rumors are justified for the most part. Nevertheless, I'm not an expert, and I've been away from the continent for a long time.
I'm sure Sir de Caussion will be able to tell you more. But know that they have envied the Dorsay family's power in the congregation for generations. They have tried to impose themselves many times at its head, holding up the antiquity of their city Perenne as a pretext. They bribe messengers, use blackmail and trickery, even murder, according to some people. And don't back down for anything. Be very careful with them, Your Excellency, and don't believe a single one of their lies. They're real vipers. Do you have any other questions? Ah ja, also sie meinte, sie ist vom Festland schon ein bisschen länger weg, also ich soll mal Sir de Caussion fragen, aber sie meint, die Gerüchte sind alle wahr und das sind ganz fiese Hinterzimmerdealer und die schrecken auch vom Mord nicht zurück. Anders als die Orsays, die natürlich absolut noch nie irgendwelche Leute von zu Hause entführt haben und in irgendwelchen Kellern haben verrecken lassen. Also insofern haben wir natürlich selbstverständlich den moralischen Highground und müssen uns keinerlei Sorgen machen, dass hier irgendwie, also dass wir da nicht besser dastehen als die mit der Dorsey-Familie. Also insofern, auf jeden Fall, die Wespen sind böse, wir sind die Guten. Klarer Fall. Ja gut, weitere Fragen. Aurelia? What do you know about Aurelia de Vesp? Is she an important member of the family? As far as I know, she's the prince's favorite daughter and the only one left. I seem to remember that she was married to a promising young nobleman for a few years. I heard he died in suspicious circumstances. But I couldn't tell you what happened or if it's even true. But if you want to find out more about her before you go to meet her, you should go to speak to Sir de Caussion. Do you have any other questions? Also Aurelia ist die Lieblingstochter und mittlerweile auch die einzige Tochter des Hausherrn. Und sie war zwischendurch mal verheiratet, aber anscheinend nicht mehr. Das hat sich wohl erledigt. Na gut, Perrin. Do you know the city of Perrin? Legend would have it that it's the oldest city in the congregation. And its ruins bear witness to a glorious past. It's a beautiful city with a river running through it, and whose art and architecture have long been a source of inspiration for the old world. Nevertheless, it doesn't have direct access to the sea, which stopped it from thriving and becoming as powerful as Serene. That's what finally pushed it into the background amidst the larger cities. Do you have any other questions? Ah ja. Okay, also sie meinte, dass die... Goodbye, Lady Morange. Goodbye, Your Excellency. Be careful. Don't underestimate the trickery of the Devesps. Also, sie hat irgendwie ein paar Logikfragen eigentlich mehr oder weniger aufgemacht, weil sie meinte, dass die Perenne, also die Stadt, wo die Devesps herkommen, hat halt keinen Seezugang. Das ist zwar die älteste Stadt und hat viel Kunst- und Kulturzeug, bla, aber halt keinen Seezugang, was bei den Handelsvölkern natürlich irgendwie Gift ist, wenn man es irgendwie zu irgendwas bringen möchte, ne? Und deswegen ist die Stadt unter den großen Städten nicht so wichtig. Aber trotzdem stellt sich jetzt so ein bisschen die Frage, ich meine, wie konnte das denn jetzt passieren, dass die überhaupt irgendwie die Stadt da entstanden ist? Ich meine, es kann natürlich sein, dass es irgendwie Flusszugänge gab und sich das Thema bloß über die Zeit halt, die Meereshäfen halt noch relevanter geworden sind und der reine Flusszugang nicht mehr ausreichend war. Trotzdem wie alles ein bisschen komisch, ne? Na gut, reden wir nochmal mit ihm hier, hat er bestimmt auch noch was zu sagen. Hallo, Herr Sukasson. Desade, you seem somewhat gloomy. What's troubling you? As you may have heard, the Devesp family has sent a delegation to the island. It's led by the prince's daughter herself. Ah, most curious. And very worrying indeed. But you didn't come all this way in person just to bring me the bad news, I take it? You've read my mind. Knowledge is power. I need all the information you've got. Ah ja, also er meinte, dass wir so betrübt aussehen und gesagt, die Wespen sind hier und er sagte, das ist sehr besorgniserregend, aber auch aufregend und hat schon geahnt, dass wir noch weitere Fragen haben und deswegen haben wir jetzt weitere Fragen, wie zum Beispiel Familie. What can you tell me about this family? Well, the House of Vesp has a very long history. They gained their first noble titles through violence a few centuries ago. Then, commerce and close ties with Teleme saw them rise to become the princes of Perenne, their ancestral city. However, their lust for power is boundless. And it's no secret they wish to reign over the whole congregation. No luck on that front so far, naturally. Their ambitions have always been curbed by the Dorsays, along with Serene's strategic advantages over Perenne. Hmm. Quite the history, then. And what about today?
They're more ambitious than ever. When the Malachor epidemic hit Serene as hard as it did, they saw it merely as a weakness to exploit. They attempted a series of maneuvers to oust your uncle from the council. But then the epidemic ended up hitting Peren too. However, I don't think they've given up. And if they've come all the way here, it's surely to gain influence and to undermine your family. Was there anything else you wish to ask? Irgendwie setzt das alles voraus, dass sie mich tatsächlich irgendwie für die The Orsay irgendwie interessieren würde, oder? Dass sie mir noch wichtig wären, was sie irgendwie nicht sind. Naja, auf jeden Fall, die sind schon ein bisschen, also die haben ursprünglich, haben sie ihren ersten Adelszieh mit Waffengewalt erobert. Also wie alle anderen Leute auch. Was jetzt irgendwie nicht mitgeteilt wurde, dann haben sie sich halt mit Handel irgendwie hochgezogen, wollten schon mal lange im Rat der Prinzen übernehmen, aber das Problem ist, dass sie halt nicht die wirtschaftliche Stärke dafür hätten, und dann hat der Malachor zugeschlagen, und wollten sie auch mal wieder einen Move machen, aber dann war bei ihnen auch der Malachor. Und naja, deswegen ist es noch nicht so gekommen. Die Tatsache, dass sie hier sind, ist wohl ein Indiz dafür, dass sie was vorhaben. So, Aurelia. Do you know anything in particular about the prince's daughter, Aurelia de Vesp? She's a young woman, about your age. Very beautiful, so they say. And she's dearly beloved by her father. Despite her age, she's already endured her fair share of tragedy. Her husband, whom I'm told she deeply loved, was brutally murdered not long ago. What's more, Aurelia's older brother, Octave de Vesp, is rumored to be the one behind it. And I don't just mean he gave the order. That said, don't be fooled into thinking she's but a tragic, defenseless young widow. Oh, she's very much her father's daughter, ambitions and all. I have no doubt she'll be a formidable opponent for yourself and Constantin. Treat her as such. Was there anything else you wish to ask? Also, der meint, dass was meint er denn alles Schönes? Also, das, der Bruder Octave, der wahrscheinlich mit der Todes hat anscheinend ein Händchen dabei gehabt, den Ehemann umgebracht zu haben. Aber sie hat ihn angeblich abgöttisch geliebt, ihren Ehemann. Also, wer weiß schon. Vielleicht ja wirklich, oder vielleicht war es auch nur ein gutes Gerücht. Aber sie ist auf jeden Fall keine hilflose Witwe, sondern ist die Tochter ihres Vaters und dementsprechend, naja, hat sie auch die Fähigkeiten davon. Und ja. Ja. Ja, also das, wir sollen uns vor sie in Acht nehmen, hat er gesagt. Mal kurz. Dann kommen wir mal zu unserer letzten Frage noch. Oh, der Ruf der Familie. Given this family's reputation, what's stopping us from arresting them on the spot? What, without evidence? That would do no good to your uncle's reputation and his position on the continent. I'm sure your cousin would delight in watching him squirm. But the Dorsay family could never recover from such a situation. If you arrest her without evidence, the council would be forced to intervene. And that is exactly what that old serpent, Alexandre de Vesp, wants. No, you must play along for now, but be extremely vigilant. Look out for poison in particular. The de Vesps have untraceable poisons down to a science. Their other weapon is compromising information, which they store in special chests without keyholes. Should slander not suffice, their assassins step in. It is said that Peren's river is riddled with the bodies of their enemies. Take care you don't end up joining them. Was there anything else you wish to ask? Ah ja, also das war ungefähr genauso positiv, wie das sich anhört. Also der Ruf reicht nicht, um sie sofort zu verhaften, weil das können wir nicht machen ohne Beweise, wo sich der gute Prinz de Orsay nicht mehr von erholen, auch wenn Konstantin das voll geil finden würde. I must be on my way. Und deswegen goodbye, müssen wir erstmal mitmachen. Goodbye. And tread carefully. Und erstmal ein bisschen Beweise sammeln, bevor wir großartig was machen können. Und nach danach, ob ich das DLC habe, ja, habe ich, weil das hier ist das DLC. Also das ist das Divespe DLC. Was auch mehr oder weniger so mittelmäßig organisch ins Spiel eingebaut wurde, ne? Mit so, da gibt's hier so Brief, dann geht's halt los. Naja,
Ansonsten sollte ich mich sehr vorsehen, vor allen Dingen vor Giftmorden, da schrecken die nicht zurück. Also sie haben ja quasi überall Gift, die können auch jede Menge Gifte, die man nicht direkt nachweisen kann, haben sie rumliegen und. Also total liebevolle Zeitgenossen. Und ansonsten, naja, sie haben halt, sie sammeln halt gerne Geheimnisse, also Rufmord ist, versuchen sie auch ganz gern. In meinem Fall könnten sie wahrscheinlich an meiner Position werkeln, oder? Ich meine, wenn sie rausfinden würden, dass wir hier, von wem wir abstammen, das würde uns bestimmt relativ schnell in die Bedrohung bringen, oder? Trifft sich Frau Sonegert, die Quelle der Ältesten? Finde Konstantin, die, ja gut, ich danke für das, machen wir alles später. So, gut, dann, achso, ich muss von da aus weiterreiten, achso, verstehe. Ja, genau. Und das ist mehr oder weniger dann auch wirklich alles. Achso, und irgendwann kommen noch die Assassinen. Auf die freue ich mich am meisten, weil. Obwohl, so möchte ich mal, je nachdem, wie gut man die abwehren kann. So, wo sind wir denn jetzt hier? Kann es sein, dass ich in der Region hier noch überhaupt nicht war? Also, irgendwie nur so durchgelaufen bin? Weil hier ist noch ein Wegpunkt. Oder ist es nicht genau, was da vorne ist? Da ist noch auf jeden Fall ein Lagerbereich mit. Ich muss hier mal kurz durch diesen. Ich bin auch gerade nicht mehr so ganz im Bilde, welches Gebiet das hier ist. Aber wenn ich ja schon mal hier bin, könnte ich ja mal gleich noch schnell ein paar Lager legen. Das würde zukünftige Schnellreise. Was heißt der so schnell? Würde zukünftige Schnellreiseoperationen noch wesentlich besser machen. Mir fehlt echt eine Minimap bei solchen Geschichten hier, dass ich jedes Mal wie alle 2 Minuten die Map aktivieren muss, um zu gucken, wo ich lang muss. So, brauche ich dafür Stärke? Anscheinend brauche ich dafür keine Stärke. Ich meine, ich hätte auch einfach rumrennen können. Okay, das habe ich mir quasi jetzt nur. Okay, das haben wir jetzt in der Region Fraso de Negat, haben wir jetzt quasi alle Lager aufgeschlagen, die gehen. Oh, der Hirsch da vorne hat Probleme. Das ist natürlich unfassbar ärgerlich. Für den Hirsch. Oh ja, 3 Leder. Das hat sich ja voll gelohnt, den armen Hirsch zu töten. Ich dachte, der droppt mir eine Trophäe oder so, die man halt irgendwie nochmal nutzen könnte für irgendwas. Naja, gut. Da vorne ist noch ein Hirsch. Da vorne ist. Ach, das ist wahrscheinlich ein Skillpunkt-Altar, oder? Hirsch. Ich kann es eigentlich nicht gutheißen, hier irgendwie die. Die droppen halt wirklich nur Leder. Ja, haben die nicht mal was Besseres fallen lassen? Wir finden. Ja, was sind wir denn hier? Also wir finden. Lol, ich kann einfach durch die Fallen durchaus weichen. Das ist natürlich extra lame, ne? Man könnte natürlich die Fallen. Man könnte natürlich die Fallen. Oder wenn ich die Fallen schärfe. Dann kriege ich magische Fallen dazu. Das sind magische Fallen? Uh-huh. Oh. Ja, wow. Wie viele sind denn hier? Oder kommen die immer neu? Ah ja, okay, gut. Das war jetzt natürlich das ganze Ding hier. Judy, dann haben wir ja das auch abgeschlossen. Dann können wir weiterreiten. Praktisch. Ja, dass ich hier so durchswitchen kann, ne? Ja. Achso, weil ich muss eben... Ah ja, so geht das. So, wir haben noch 3 Fähigkeitspunkte. Welchen Baum leveln wir als nächstes? Unseren großen... Ich habe einfach alle Fähigkeiten nur an. Machen wir einen Klingenwaffen, ne? Für Pistolen brauchen wir, glaube ich, auch Beweglichkeit, ne? Ja, wir leveln einfach Pistolen. Schusswaffen, Schaden plus 20%. Kann ich jetzt eine tragen? Einfach so? Also, was brauche ich dafür? Ach, dafür brauche ich Genauigkeit. Na, Genauigkeit habe ich leider nicht. Ja, dann wohl nicht. Dann wohl eher nicht. Ich könnte so viel Zeit sparen, wenn ich das umher switchen könnte, ne? Also jederzeit. Bevor wir die ganze Zeit hin und her fliegen. Das kann auch nicht so wirklich Kanon sein, oder? Sonst würden das noch viel mehr Leute machen. Das ist auch so eine Mechanik, die macht sich halt so ein Spielen ohne Zeitlupe ganz schlecht, ne? Bei so einem Film könnte man natürlich verstehen, dass verschiedene Leute das können. So ein Thunderville Vista und Dingsbums hin und her switchen. Aber in Spielen, wenn du da nicht drauf reagierst, bist du ja toast, bevor du was machen kannst. Beziehungsweise dann bräuchte es eine automatische Zeitlupe. So, Judy. Ach, jetzt kreisen wir da hin. Ein Eidag Ukraine. Ach ja, da hinten ist tatsächlich was. War Feuer auf der Karte da oben so? Hätten wir nicht einfach über Hikmet laufen können, um da hinzukommen? Na, stellen wir das mal nicht in Frage. Der Nachteil an dieser. Das lodernde Blut. Du hast ja was entdeckt. Nutzt diese Pausen, um die Fernseher zu verwalten. Ja, es sieht hier in der Tat sehr interessant aus. Es gibt übrigens keinen Grund, durch das DLC durchzurennen. Es wird anscheinend nicht besonders lang sein. Und da unten haben sie ihr Board aufgebaut. Das sieht zumindest aus wie Ruinen der Dingsbums, ne?
Na, vielleicht erfahren wir noch was Neues. Sehen wir dann erst beim nächsten Mal.